Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Willkommen zum Gottesdienst am Gründonnerstag hier in Langholt bzw. zu Hause. Diese Feier, Gottesdienstfeier, ist eine Aufzeichnung, die am Gründonnerstag zum Abrufen bereitsteht. Ein Team der Slupmi-Gottesdienste hier aus der Region hat diese Feier vorbereitet. Und dafür möchte ich ganz am Anfang schon einmal Danke sagen. Bei Marie und Anne für die musikalische Begleitung. Das Team der Anspieler bestehen aus Imke, Marten und Ilona. Dörte und Anja, die insbesondere sich um das Tischabendmahl für zu Hause gekümmert haben. Und Jan und Hannes von der Technik. Martin Sundermann, danke für die warme Kirche. Ich bin Hermann aus Westrauderfing. Am Gründonnerstag erinnern wir uns, Jesus feiert Abendmahl mit seinen Jüngern. Wir sehen hier schon den Tisch, wo wir nachher ein paar Jünger dabei haben werden. Wir erinnern uns und schauen auf die Beteiligten, hören ihnen zu, was sie sagen und was sie denken. Wir selber erinnern uns an das Mahl mit Brot und Saft. Wer Brot und Saft für die Feier bereitstellen möchte, kann das während der Musik tun oder hält die Aufzeichnung kurz an. Wer mag, zündet eine Kerze an. Auch mitsingen ist zu Hause möglich. So wollen wir verbunden sein im Hören und im Feiern. Lasst uns zu Beginn beten. Herr Jesus Christus, an diesem Abend erinnern wir uns, wie du dich mit deinen Jüngern getroffen hast zum Abendmahl. Wir danken dir dafür, dass du uns Anteil gibst an deinem Leben mit Brot und Wein. Du nimmst uns mit auf den Weg vom Leiden bis hin zum ewigen Leben. Halte uns fest in deiner Gemeinschaft, dass wir bei dir bleiben, wie du bei uns bleibst. Amen. Thank you.
Liebe Gemeinde, so wie wir heute zusammengekommen sind, um miteinander Abendmahl zu feiern, so wie die Jünger hier jetzt um einen Tisch herumsitzen, haben sie vielleicht damals auch mit Jesus in Jerusalem in der Nacht vor seiner Verhaftung zusammengesessen. Und manches wird den Jüngern an diesem Abend durch den Kopf gegangen sein. Stellen wir uns doch einmal vor, wir wären damals dabei gewesen. Und da säßen sie nun mitten unter uns, die Jünger Jesu. Hören wir, was ihnen vielleicht im Kopf umhergegangen sein möchte. Ich möchte mir vorstellen, dort drüben sitzt der Petrus, ein Jünger der ersten Stunde. Er war mit seinem ganzen Herzen dabei. Er sprühte vor Begeisterung für Jesus und auch vor Eifer, Jesus nachzufolgen. Was er wohl so denkt? Manchmal frage ich mich, wie Jesus es mit dieser ganzen Truppe hier aushält. Dort drüben zum Beispiel, der Bartholomäus. Das ist so ein richtiger Schnarcher. Der kriegt doch nie seinen Hintern hoch. Ein richtiger Mitläufer. Einer, der sich bestimmt verdrückt, wenn's eng wird. Dass Jesus den überhaupt mitgenommen hat. Ich kann ihn nicht verstehen. Und dann da hinten, dort sitzt Judas und lacht schon wieder so hinterhältig. Irgendwas führt er im Schilde. Ich durchschaue ihn nicht. Aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er schaut manchmal so komisch, wenn er denkt, keiner beobachte ihn. Und er macht manchmal so mehrdeutige Bemerkungen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir alle noch einmal ganz böse überrascht würden von ihm. Überhaupt, Jesus sollte viel vorsichtiger sein. So wie er in den letzten Tagen aufgetreten ist, wird es nicht mehr lange dauern, bis der Hohepriester und der Hohe Rat ihn verhaften lassen. Und wenn es dazu kommt, ich werde zu Jesus halten. Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Und wenn es mir selbst an den Kragen gehen sollte, für Jesus tue ich alles. Auch andere Jünger saßen da noch mit am Tisch. Dort drüben zum Beispiel sitzt der Thomas, einer, von dem wir gar nicht viel wissen. Hören wir doch einmal, was ihm so durch den Kopf geht. Jetzt tun sie doch so ganz bescheiden. Aber was sind das doch für Gauner? Da drüben, die beiden Brüder, Jakobus und Johannes. Ich kann ihre Unverschämtheit immer noch nicht fassen. Sie haben es wirklich getan. Sie sind zu Jesus hingegangen und haben ihn gefragt, ob sie neben ihm zu Rechten und zu Linken auf einem Thron sitzen dürfen. Wenn Jesus denn sein Reich aufrichten würde. Vorsichtshalber hatten sie ja ihre Mutter vorgeschickt. Aber es war ja zu offensichtlich, was sie wollten. Sie wollten Jesu Stellvertreter sein. Er sollte sie offiziell ernennen. Ehrgeizig und hemmungslos sind die. Sie wollen die Ersten sein. Sie wollen vorne dran stehen. Genauso wie Petrus, der ja immer so das Maul aufreißt. Oh, wie hat er sich aufgeregt, als er davon gehört hatte, was Jakobus und Johannes von Jesus gewollt hatten. Da muss jeder immer der Erste sein und kann den anderen nicht gönnen, wenn sie mal schneller oder geschickter sind. Und was mich betrifft, ich bin eben nur der Thomas. Ich bin nicht so schnell vom Begriff wie die anderen. Mir kommen die Worte nicht so schnell über die Lippen wie denen. Ich muss alles genau wissen und ich muss es erst wirklich kapiert haben, bevor ich mich für etwas begeistern kann. Und ob ich überhaupt zu etwas tauge im Reich Gottes. Und schließlich saß da auch noch Jakobus, der Bruder des Johannes und Sohn des Zebedäus. Er hatte vielleicht solche Gedanken. Dieser Laden ist einfach nicht richtig organisiert. Jesus lässt da einfach zu viel laufen. Jeder kommt und geht hier, gerade wie er will. Man weiß nie, auf wen man sich verlassen kann. Man weiß nie, wer gehört eigentlich wirklich dazu und wer nicht. Das Ganze müsste straffer organisiert werden. Jesus hat da einfach keine Begabung für. Er könnte so viel erreichen, wenn er nur eine gute Organisation aufbauen würde. Er müsste seine Worte und Geschichten aufschreiben. Er müsste in Galiläa ein Zentrum aufbauen. Wo eine Schrift dann abgeschrieben würde und das ganze Volk verteilt würde. Jesus müsste einen richtigen Orden gründen, eine klare Gemeinschaft mit einem Kassenverwalter, mit Leuten, die die Bewegung leiten und führen, mit klaren Regeln. Aber er lässt es das alles so laufen, überträgt Judas die Kasse, ausgerechnet Judas, diesen undurchsichtigen Gesellen. Mir ist nicht so geheuer, was er alles damit erreichen will oder macht. Der ganze Laden hier müsste richtig organisiert werden. Ich muss mit Jesus demnächst mal darüber reden. Wenn sich die Wogen geglättet haben über diese blöde Geschichte mit dem Thron. Mutter hatte völlig falsch verstanden, was ich gemeint habe.
Ich wollte doch nicht eine himmlische Herrlichkeit und Ehre. Mir ging es doch nur darum, dass Jesus den Laden hier besser organisiert, diesem ständigen wechselnden Haufen ganz unterschiedlicher Leute. Ja, liebe Gemeinde, das alles hat vielleicht im Raum gestanden, als Jesus dort in Jerusalem mit seinen Jüngern zusammensaß. Vielleicht auch noch ganz anderes. Und dann nahm Jesus Brot und Kelch und feierte mit ihnen, den Jüngern, das Abendmahl. Alle waren sie dabei. Petrus, der Eifrige und Begeisterte, genauso wie Bartholomäus, der Gemütliche, Thomas, der Zweifler und Fragende, der sich selbst für unbegabt und unfähig hielt. Jakobus, der Organisator, und auch Judas, der Jesus schließlich in dieser Nacht noch verraten würde. Diese alle und die anderen sieben saßen dort um den Tisch herum, als Jesus Brot und Kelch nahm. Jesus kannte sie und er wusste um ihre Schwächen und Stärken. Er wusste um ihre Fehler und Versäumnisse, genauso wie um ihre Begabungen. Und obwohl Jesus sie kannte, er schickte niemanden weg. Mit diesen 12 Jüngern feierte er Abendmahl, stiftete das Mahl der Gemeinschaft unter denen, die doch manchmal so viel Mühe miteinander hatten. Feierte das Mahl des Friedens mit den 12, unter denen doch so viel Unfriede, Streit und Eifersucht, Neid und Überheblichkeit herrschten. Diese 12 durften dabei bleiben. Niemand schickte er weg und so sind auch wir heute eingeladen am Tisch Jesu. Sind auch wir eingeladen, mitzufeiern. Mit all unseren Schwächen und Fehlern, mit all unseren Begrenztheiten und auch mit unseren Begabungen. Auch bei uns herrscht nicht immer eitel Harmonie und Frieden und doch dürfen wir feiern. Das Mahl des Friedens und der Gemeinschaft. Nun wollen wir hier in der Kirche und zu Hause, wo wir auch sind, uns an das Abendmahl von Jesus erinnern. Wir werden feiern mit einem Gebet zur Einleitung, mit den Worten, die Jesus über Brot und Wein sprach und indem wir Brot und Wein bzw. Saft zu uns nehmen. Wir wollen dadurch mit Jesus untereinander verbunden sein, eine Gemeinschaft im Vertrauen auf ihn. Ich verteile nach dem Gebet und den Einsetzungsworten Brot und Wein in der Kirche und zu Hause kann es dann jede und jeder für sich nehmen. Lasst uns beten. Gepriesen seist du, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Lass dieses Brot für uns zum Brot des Lebens werden. Du schenkst die Frucht des Weinstocks, das Zeichen des Festes. Wie aus den Körnern das Brot und aus den Trauben der Wein geworden ist, so mache auch aus uns eine Gemeinschaft, wo auch immer wir sind, in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Für dich gegeben. Für dich vergossen. Thank you.
Lasst uns beten. Wir danken dir, barmherziger Gott, dass du zu uns kommst in deinem Sohn Jesus Christus. Er gibt uns Kraft, wenn wir schwach sind und Angst haben. Er schenkt uns einen neuen Anfang. Er lässt uns Gutes vollbringen. Bleibe bei uns mit deiner Kraft. Stärke uns, wo wir müde und enttäuscht sind. Hilf uns, das zu tun, was du von uns willst. Amen. Liebe Gemeinde, damals in Jerusalem, am Abend vor Jesu Verhaftung, haben die Jünger das Abendmahl zum ersten Mal gefeiert. Ich stelle mir vor, wie sie vielleicht ein Jahr nach jenem ersten Abendmahl wieder in Jerusalem zusammensaßen. Inzwischen waren noch andere dazugekommen, auch Leute, die Jesus gar nicht mehr gekannt haben. Und ich stelle mir vor, wie sie dann nach dem Abendmahl so da saßen und in die Runde schauten. Und dabei ging ihnen sicherlich manches wieder durch den Kopf. Da drüben sitzt immer noch Petrus. Hören wir mal seine Gedanken. Ja, ist das denn ein Zufall? Wir sitzen heute fast genauso wieder wie damals, als Jesus mit uns jenes erste und letzte Abendmahl feierte. Ich weiß noch, was ich damals über Bartholomäus dachte. Und ich weiß noch, wie ich dachte, und später habe ich es dann auch noch zu Jesus gesagt, ich bin bereit für dich in den Tod zu gehen. Und wie ich dann so feige war, als es wirklich drauf ankam. Meine ganze Begeisterung, meine ganze Überzeugung war auf einmal wie weggeblasen. Und ich bin weggelaufen, kein Deut besser als die anderen. Bartholomäus hat sich damals geschämt, wie ich auch, aber er hatte vorher keine so großen Töne gespuckt wie ich. Und jetzt sitzen wir beide hier und tun unser Bestes. Jesus hat mir vergeben und hat mir meine alte Begeisterung wiedergegeben.
Aber jetzt weiß ich auch, wie leicht ich versagen kann und bin hoffentlich barmherziger mit den anderen. Und Bartholomäus, er ist immer noch ein bisschen behäbig. Aber wie er sich gemacht hat. Er ging letzten Herbst nach Bethanien und hat dort eine eigene Gemeinde aufgebaut. Ganz gelassen hat er in der Synagoge vor allen gesprochen und hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, als sie ihn beschimpften. Das hätte ich ihm nie zugetraut, aber auch in ihm steckt eine besondere Begabung. Auch Thomas ist wieder dabei, was ihm wohl durch den Kopf geht. Hier saß ich schon einmal und habe mir Fragen über Fragen gestellt und an mir selbst gezweifelt. Als die anderen schon lange sicher waren, Jesus ist auferstanden, habe ich immer noch gezweifelt und gefragt. Konnte ich es immer noch nicht glauben. Immer wieder habe ich gebohrt, immer wieder. Und dann ist mir Jesus begegnet. Extra wegen mir ist er noch einmal erschienen. Damit hat er alle meine Zweifel überwunden. Hinterher habe ich gewusst, meine Zweifel, meine Fragen, das alles war nicht falsch. Das war mein Weg zur Gewissheit. Und jetzt spüre ich diese Gewissheit. Jesus lebt, Jesus ist da, er ist bei mir wie das Brot, das ich jetzt gegessen habe. Morgen werde ich aufbrechen in den Osten. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Ich weiß nicht, ob ich auf Menschen stoßen werde, die sich für Jesus begeistern können. Aber das ist jetzt meine Aufgabe. Und schließlich ist auch Jakobus wieder dabei. Er ist inzwischen der Leiter der Gemeinde in Jerusalem und organisiert diesen ständig wachsenden Haufen ganz unterschiedlicher Leute. Ja, wer hätte das gedacht? Jetzt bin ich wirklich der Leiter des Jesu-Leute geworden. Hatte ich nicht immer davon geträumt? Und doch ist jetzt alles anders, als ich es mir vorgestellt habe. Heute weiß ich, dieser Haufen hält man nicht zusammen durch gute Organisation und straffe Führung. Diese Leute brauchen nicht nur einen, der alle Fäden in der Hand hält, der alles unter Kontrolle hat. Sie brauchen einen, der für sie da ist, dem ihnen zuhört, der sich für sie einsetzt, der auch das Schwierige und das Unangenehme zulässt. Jesus hat mich gelehrt, wer unter euch der Erste sein will, der sei aller Diener. Und so hat Jesus ja auch gelebt für uns. Er hat sich für uns geopfert. Er hat sein Leben hingegeben. Er traute uns zu, dass wir seinen Weg auch alleine mit Gottes Geist weitergehen würden. Er hat alle Macht und allen Einfluss aufgegeben und hat alles in Gottes Hand gegeben und hat da ganz viel Zutrauen gehabt. Hat Gott zugetraut, dass er stärker ist als der Tod. Hat uns zugetraut, dass wir die Sache des himmlischen Reichs schon weiterführen würden. So hat er uns Brot und Kelch gegeben und hat einfach gesagt, tut das zu meinem Gedächtnis. Er hat uns zugetraut, dass wir es später schon richtig verstehen würden. Ja, so will diese Gemeinde leiten, mit ganz viel Zutrauen. Ja, liebe Gemeinde, die Jünger haben sich verändert. Wir müssen auch damit rechnen, dass wir uns verändern, wenn wir uns auf diesen Jesus einlassen. Von Brot und Kelch geht etwas aus, das einen neuen Geist in unser Leben trägt. Amen. Kingdom out of people and mountains full of reasons that we share.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du kennst das menschliche Leben mit seinen Höhen und Tiefen, mit seiner Schönheit und Größe, mit seinen Gefährdungen und Belastungen. Hilf uns auf unserem Weg, wenn uns das Leben etwas abverlangt. Du bist es, der uns auch in tiefer Not nahe ist. Zieh uns aus dem Sumpf, wenn es nötig ist. Schenk uns Kraft, dir zu vertrauen. Bewahre alle, die wir lieben. Schütze alle, die wir kennen. Erbarm dich über alle Menschen und schaff Frieden unter uns. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.